Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein super leckeres veganes Rezept für euch. Und zwar machen wir eine vegane klassische Lasagne. Die ist aus Sojagranulat heute. Ich habe schon einige Lasagne-Rezepte für euch abgedreht, die verlinke ich euch alle in der Infobox, alle vegan. Ich habe auch schon eine also klassische Variante mit fertigem veganen Hack gemacht, was man halt so fertig im Supermarkt im Kühlregal kaufen kann. Ist auch unten verlinkt, dann eine mit einer leckeren Linsen-Bolognese, also mit einer Linsensoße, eine Gemüselasagne, eine Zucchini-Lasagne, Kürbislasagne, Wirsing-Lasagne, zig verschiedene Varianten. Also findet ihr alle unten. So, und zu dieser jetzt, das ist meine allerliebste Variante, die klassische mit Sojagranulat. Dafür benötigen wir zuallererst 150 Gramm Sojagranulat, das feine, und dazu 185 Milliliter Leitungswasser, weil wir die einweichen müssen. Dann 30 Gramm Margarine, ihr könnt auch vegane Butter verwenden, und 30 Gramm Weizenmehl. Es geht weiter mit insgesamt 200 Gramm Karotten, sowie zwei Stangen Staudensellerie, dann eine sehr große Zwiebel und zwei Knoblauchzehen, außerdem 400 Gramm, das ist eine ganze Dose, stückige Tomaten, und 400 Gramm passierte Tomaten. Salz und Pfeffer natürlich zum Würzen und Abschmecken, wie soll es auch anders sein. Und eine Prise Muskatnuss, da könnt ihr natürlich auch eine frische Muskatnuss reinreiben. Dann ein Esslöffel italienische Kräuter, sowie zwei Esslöffel Tomatenmark und zwei Esslöffel Hefeflocken. Ich verwende die hier, die habe ich vor kurzem für mich entdeckt. Und ja, ich finde, die sind so lecker. Also ich habe schon mehrere Hefeflocken ausprobiert und jetzt bin ich bei denen hier aber gelandet. Die haben so einen leckeren, also käsigen Geschmack. Also kann ich euch nur empfehlen. So, also diese von der Marke. Dann natürlich Lasagneblätter. Da kann ich keine Angabe machen, wie viel, weil es liegt an der Form, die ihr habt. Meine Form, ich vergesse es jedes Mal wieder, hat glaube ich 30 x 40 cm. Ich schreibe es euch in die Infobox, ich messe es noch aus. Dann könnt ihr euch daran orientieren. Je nachdem, wenn ihr eine große Auflaufform habt, werden es ja weniger Schichten. Wenn ihr eine kleine habt, mehr Schichten in der Höhe. Ihr könnt auch einen Römertopf verwenden. Ja, also Lasagneblätter. Dann Olivenöl zum Anbraten. 500 Milliliter Sojadrink ungesüßt. Da könnt ihr aber auch Haferdrink ungesüßt verwenden. Dann noch 130 Milliliter trockenen Rotwein eurer Wahl. Und zu guter Letzt noch geriebenen veganen Käse, den habe ich noch im Kühlschrank. Ist jetzt optional, ihr könnt den natürlich drüber geben, mache ich auch noch. Und ansonsten könnt ihr das aber auch so lassen, weil wir machen ja eine Bechamelsoße. In der Bechamelsoße sind auch die Hefeflocken drin, das heißt, es schmeckt schon käsig. Die letzte Schicht von der Lasagne ist auch eine Bechamelsoße. Und die wird dann natürlich, wenn man drüber nichts mehr streut, auch schön leicht goldbraun, krustig, also eine leichte Kruste bekommt die. Das heißt, da habt ihr dann schon so einen käsigen Abschluss bei der Lasagne. Und ja, könnt ihr so lassen oder ihr gebt eine Minute, bevor ihr die Lasagne rausholt, streut ihr noch Hefeflocken so drüber und lasst das nochmal eine Minute im Ofen oder auch gerne danach, so wie ihr es eben gerne habt. Oder eben, wie ich jetzt, veganen geriebenen Käse. So, ja, und dann würde ich sagen, geht es los. Es ist jetzt keine große Kunst, auch kein großer Aufwand mit der Lasagne. Und ja, genau. Legen wir los. Zuallererst habe ich meine 150 Gramm Sojagranulat hier in einen Topf gegeben. Ihr könnt auch eine Schüssel nehmen. Und da habe ich 185 Milliliter Leitungswasser drüber gegossen. Habe das Ganze jetzt schon gut verrührt. Das saugt sich ganz schnell voll, weil, also das soll jetzt auch nicht drinnen schwimmen. Vielleicht kennt ihr das mit dem Sojagranulat, wenn ihr da zu viel Wasser habt. Oder Gemüsebrühe. Ihr könnt auch Gemüsebrühe nehmen, aber ich mache das bei der Lasagne nicht, weil die sowieso gewürzt wird. Deswegen nehme ich dann nur pures Leitungswasser. Und ja, vielleicht kennt ihr das eben, dass wenn da zu viel Wasser ist, muss man das natürlich auch ausdrücken, bevor man das jetzt anbraten kann. Und dann dauert das auch ewig mit dem Anbraten, weil da eben noch so viel Feuchtigkeit drin ist, selbst wenn man es gut ausgedrückt hat. Ja, deswegen nehme ich immer dieses Mischverhältnis hier. Nicht zu viel Wasser, aber dass ein bisschen Feuchtigkeit eben ist, dass das so ein bisschen quillt. Und jetzt eben gut verrühren, dass das Wasser auch überall dran kommt. Und jetzt stelle ich das einfach beiseite und kümmere mich um das Gemüse. Und ja, dann kann es auch schon zum Anbraten rübergehen. Und ja, das ist eben perfekt. Da muss man auch nichts mehr ausdrücken dann. Das Gemüse habe ich klein geschnitten, meine Zwiebel klein gewürfelt, die Karotten habe ich auch gewürfelt, so wie auch die zwei Stangen Staudensellerie. Meine Knoblauchzehe geschält, die werde ich wie immer mit der Presse pressen, mit der Knoblauchpresse, könnt ihr aber auch klein fein hacken. Ja, Sojagranulat ist ja eh schon vorbereitet, nochmal gut durchrühren und ja, ist schon fertig. In einen großen Topf habe ich jetzt Olivenöl hineingegeben, das erhitzt
Und da werde ich meine Zwiebel, Karotten und Sellerie schön so 2-3 Minuten lang anbraten. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Also, ich habe jetzt so 3 Minuten Zwiebel, Karotte und Sellerie angebraten in Olivenöl. Dann kommen die 2 Knoblauchzehen dazu. Könnt ihr auch klein gehackt darunter geben. Und unser Sojakarnelat. So, auch das Sojagranulat. Wenn ihr noch Olivenöl braucht, gebt ihr einfach noch ein bisschen Olivenöl dazu. Dann als nächstes kommen 2 gehäufte Esslöffel, also ich nehme so gehäufte Tomatenmark. Und 1 Esslöffel italienische Kräuter. Dazu, so, das Ganze lassen wir auch noch kurz mit anrösten. Gießen wir das mit den 130 ml trockenen Rotwein ab, beziehungsweise löschen das ab. So, und dann können auch schon unsere 400 Gramm passierten Tomaten dazu und die 400 Gramm stückigen Tomaten. So, dann drehen wir das auf niedrige Temperatur runter. Ich gebe hier jetzt noch ein bisschen Wasser dazu. Und zwar nehme ich jetzt hier die Dose und fülle die zur Hälfte mit Wasser. Ich habe die jetzt zur Hälfte mit Wasser gefüllt und gebe das hier noch mit rein. So, und das muss jetzt circa 10 Minuten köcheln auf ganz niedriger Temperatur. Das würze ich jetzt mit Salz. Ich gebe jetzt einfach so nach Gefühl ein bisschen Salz rein und auch Pfeffer. Wir haben ja noch keine Gewürze dran, außer die italienischen Kräuter. So, verrühre das noch, aber wenn die 10 Minuten jetzt rum sind, schmecke ich das natürlich noch ab mit Salz und Pfeffer. Da muss bestimmt noch was ran. Ja, seht ihr? Also auf jeden Fall, ich schreibe es euch auch in die Infobox, also ja, ich sag mal 200 Milliliter dann, ne? Also von der Dose habe ich so die halbe voll gemacht, habt ihr gesehen. Gefühlsmäßig, Pi mal Daumen 200 Milliliter Wasser noch dazu. So, jetzt hole ich mir noch meinen Deckel und gebe den halb drauf, ein Stück offen lassen und ganz, ganz niedrig 10 Minuten köcheln lassen, immer wieder gut umrühren. Meine Soße hat jetzt um die 10 Minuten geköchelt. Ich glaube, 11 oder 12 Minuten waren es jetzt. Wie gesagt, ganz, ganz niedrig die Temperatur. Und schaut mal, oh, richtig lecker aus. Duftet schon so gut. Und ich probiere jetzt mal. Und dann würze ich das einfach noch, ja, schmeckt das mit Salz und Pfeffer noch ab nach meinem Geschmack und stelle das beiseite. Dann können wir uns nämlich jetzt um die Béchamel-Soße kümmern. Also, oh, richtig lecker. Ich freue mich schon so auf die Lasagne. Genau, also einfach nur noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und für unsere Béchamel-Soße benötigen wir einen Topf. Da geben wir 30 Gramm Margarine rein. Ihr könnt auch vegane Butter verwenden. Ah, war fast perfekt. Gut, 33, auch nicht so schlimm. Die Margarine oder vegane Butter, je nachdem, schmelzen wir jetzt auf der Herdplatte. Meine 30 Gramm Margarine sind geschmolzen. Da gebe ich jetzt die 30 Gramm Weizenmehl dazu und rühre ganz schnell um und mache eine Mehlschwitze daraus. Richtig gut verrühren. So, perfekt, seht ihr. Unbedingt, also ist die höchste Stufe natürlich, und unbedingt schnell rühren. Jetzt sieht das so aus. Da geben wir unsere 500 Milliliter Sojadrink dazu. Ungesüßt oder Haferdrink ungesüßt. Je nachdem, was ihr verwenden möchtet.
richtig schnell gehen und jetzt unter ständigem Rühren. Das Ganze wird jetzt Stück für Stück cremiger. Also gut verrühren, dass da keine Klumpen kommen. Da gebe ich jetzt schon mal eine Prise Muskatnuss rein. Könnt ihr, wie gesagt, auch eine frische reinreiben. Würze das ein bisschen mit Salz, ein bisschen mit Pfeffer. Und rühre so lange, bis es jetzt die perfekte Konsistenz hat. Jetzt merkt man schon, dass es cremiger wird, wenn man hier rührt. Ist nicht mehr ganz dünnflüssig, sondern wird immer dicker. Dauert aber noch kurz. So, jetzt ist es fertig. Ich schalte die Herdplatte aus. Gebe hier jetzt 2 Esslöffel Hefeflocken noch dazu. Ich nehme so leicht gehäufte. Rühre die hier unter. Und dann ist unsere Béchamel-Soße auch schon fertig. Die schmecke ich aber auch gleich noch ab mit Salz und Pfeffer. Dann kann es auch schon losgehen. Also ich habe die Béchamel und die Soße beide so abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Und den Backofen habe ich jetzt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. So, in die Form. Ich habe jetzt hier 30 mal, also ich schreibe es euch in die Kommentare. Ich glaube, es sind 30 mal 40 cm. Ihr seht es unten in der Infobox. Gebe ich jetzt zuallererst von der Soße eine Schicht. Nicht wundern, das sind Kratzer und Flecken, die nicht mehr abwischbar sind in der Form. So, gebe ich erstmal Soße rein. Bei mir werden es jetzt wahrscheinlich nicht so viele Schichten, weil ich eine größere Form habe. Wenn ihr eine schmalere habt, wird es natürlich höher. So, erstmal gut verteilen. Dann nehmen wir unsere Lasagneblätter und die gebe ich jetzt hier drauf. Da verteile ich noch die Soße, dass es einfach gut bedeckt ist. Drückt das auch schön an. So. Ich gebe das einfach so doppelt quasi drüber, seht ihr? So, also ich mache das immer so, könnt ihr natürlich auch anders machen. So, dann kommt hier jetzt nochmal, das war der Anfang, kommt hier jetzt nochmal überall Soße drauf. Dann geben wir was von der Béchamel drüber. Keine Sorge, da hat sich jetzt eine Haut oben gebildet, seht ihr, weil ich stehen habe lassen. Einfach wieder verrühren, ist nicht so schlimm. So, nehmen wir mir jetzt von der Béchamel was und streue das hier schön überall über die Soße. Dann kommen wieder Lasagneplatten. Wieder andrücken. Dann kommt wieder Soße drüber. Dann wieder Béchamel. Ganz am Ende kommt dann der ganze Rest von der Béchamel drauf. Das wird dann nicht nur so drauf gekleckst wie hier, sondern komplett drauf gestrichen. Also müsst ihr einfach schauen, dass ihr das irgendwie dosiert. Eventuell, wenn ihr es dann aus der gleichen Form schon öfter gemacht habt, könnt ihr das besser abschätzen, wie viel Soße und so weiter ihr da benötigt. So, dann wieder Blätter. Meine Kamera ging aus, nachdem ich die Lasagneplatten noch drauf gegeben habe, habe ich noch mal Soße drüber gegeben. Jetzt kommt noch mal Béchamel. Und bei mir wird es jetzt noch eine Schicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den Rest von der Soße hier noch drüber gebe. Aber es wird noch eine Schicht. Ich hoffe, dass das jetzt noch reicht, wenn ich jetzt noch mal Nudelplatten drüber gebe. Also jetzt bei mir die letzte. Die letzte Nudelplattenschicht. Jetzt kommt der Rest von der Soße drüber. Ja, meine letzte Schicht Soße dann. Ist jetzt nicht mehr genug Soße, also ist nur noch eine ganz, ganz dünne Schicht, wie man sieht. Aber ich wollte jetzt noch eine weitere Schicht Pasta unbedingt haben. Und jetzt gebe ich die ganze Béchamel-Soße hier drüber. Also den ganzen Rest.
und verstreiche das einmal schön. Ja, seht ihr, ich habe das jetzt schön verstrichen mit dem ganzen Rest von der Bechamel und somit passt das auch wenn die letzte Schicht weniger Soße war, weil die Bechamel ja quasi auch soßenähnlich ist und somit auch schön bedeckt ist dann. So, seht ihr, also richtig schön und jetzt könnt ihr noch veganen Reibekäse drüber geben, so wie ich das mache. Ich habe diesen hier, den finde ich jetzt sehr gut, den habe ich letztes Mal das erste Mal verwendet und ich finde diesen hier ehrlich gesagt besser als den von Simply V, diesen Auflauf- oder Pasta-Käse. Deswegen, ja, ich verwende den jetzt, also das erste Mal auf der Lasagne, aber letztes Mal war das schon sehr lecker mit dem. Und ja, das sind jetzt 150 Gramm drin, ich glaube, ich werde nicht alles verwenden, ich gebe da einfach jetzt ein bisschen was drüber. Weil die Bechamelsoße, wie gesagt, mit den Hefeflocken schmeckt ja schon käsig. Ich brauche da jetzt keine dicke Schicht, aber das könnt ihr für euch entscheiden, wie viel veganen Käse ihr da drüber haben möchtet. Und ansonsten könnt ihr das jetzt auch so in den Ofen geben und gar keinen Käse mehr drüber geben, sondern nur mit der Bechamel so lassen. Auf jeden Fall geht das jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt für 45 Minuten auf die mittlere Schiene. So, das reicht mir auch schon. Ihr Lieben, meine Lasagne war genau 45 Minuten im Ofen drinnen und ich blende euch hier oben jetzt ein Foto ein, wie die angeschnitten aussieht. Also seht ihr jetzt hier von den Schichten, schneide ich nämlich gleich an. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das ausprobiert. Das ist also mein liebstes Lasagne-Rezept jetzt, diese klassische Lasagne. Und schaut aber trotzdem auch gerne bei den anderen vorbei. Die sind nämlich auch sehr, sehr lecker. Die Zucchini-Lasagne mag ich auch sehr gerne. Die hat eine Linsensoße dabei als Schicht noch. Auch sehr, sehr, sehr gut. Also gerne auch da vorbeischauen. Wenn ihr das Rezept ausprobiert habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch geschmeckt hat. Oder wie ihr die ganze Lasagne sonst so zubereitet. Würde mich auch interessieren. Und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Deswegen lasst mir gerne eins da, falls ihr es nicht schon getan habt. Und bis zum nächsten Mal.